Hallo, hallo, ihr Lieben. Ja, jetzt muss ich doch etwas dazu sagen. Ich merke, dass eigentlich alles in die richtige Richtung geht. Dass alles dahin geht, dass wir erkennen, dass wir alle eins sind, Oneness. Und alle Methoden, Konzepte, Lehren, Ausbildungen gehen eigentlich in diese Richtung. Das Einzige, was für mich nicht stimmig ist, sind diese ganzen Bedingungen dahinter. Du kannst nur, wenn. Diese Methode funktioniert nur, wenn du das machst. Du musst eingeweiht werden. Du brauchst einen Code. Leute, das kann doch gar nicht sein. Wenn es das ist, was wir sind, dann braucht es nichts, außer dass du dir bewusst wirst, wer du bist und wie das Leben aus dir durch dich entsteht. Dass alles im Außen eine Materialisierung von dir selber ist. Und dafür musst du keine Codes haben. Dafür musst du keine Einweihungen haben. Dafür musst du nicht dies und jenes, sondern du musst das Prinzip verstehen. Hey, good morning. Hier geht es um ein Prinzip und zwar um das Prinzip der göttlichen Schöpfung. Und dieses Prinzip ist da. Dieses Prinzip bist du schon. Dieses Prinzip verkörperst du schon die ganze Zeit. Nur dein Kopf, dein Verstand, all das, was du gelernt hast, all das, was du aufnehmen kannst und glauben kannst, ist einfach eine bedingte Welt. Eine bedingte Welt. Dein Verstand will, dass du Bedingungen erfüllst. Aber das ist dein Verstand. Die Wahrheit des Prinzips ist, es ist bedingungslos alles schon da. Du bist bedingungslos schon alles. Du darfst bedingungslos schon alles verkörpern, was du möchtest. Aber du musst es dir erlauben, einfach das bedingungslos zu machen. Und ich sehe einfach hier gerade so viele Coaches, die wieder in andere Bedingungen einkaufen, sprich glauben, sprich Geld investieren. Du kannst nur wenn und du brauchst diese Ausbildung und du brauchst verschiedene Codes und du brauchst eine Einweihung und es gibt jemanden, der es besser kann als du. Nein, das kann nicht stimmen, weil wenn das was diese Prinzipien, diese Methoden alle unterrichten und behaupten, dann kann das nicht sein. Kann es nicht sein, dass du irgendetwas brauchst von irgendjemand anderen, außer vielleicht die Hilfe, die Klarheit über dieses Prinzip deiner Göttlichkeit, der göttlichen Schöpfung zu bekommen. Und ich sehe so viel und es macht mich irgendwie wütend, traurig, aber es gehört halt auch irgendwie dazu, dass man immer noch glaubt, es gibt jemanden, der es besser kann. Es gibt jemanden, der es besser weiß. Aber es ist so, du musst einfach nur wissen, wie gut du es schon weißt. Du musst einfach den ganzen Bullshit ablegen von dieser bedingten Welt. Diese Welt, die immer wieder behauptet, wie du Sachen zu machen hast, wie du Sachen zu erreichen hast. Aber dann sagen sie alle wieder, das Wie ist nicht deine Sache. Aber nichtsdestotrotz unterrichtet dich niemand darin, diese Verkörperung zu sein, diese Person zu sein, die eben all das schon hat. Und es geht nur darum, um diese Selbsterkenntnis, um keine Methode, um keinen Code, um keine Einweihung. Du bist eingeweiht mit deiner Geburt. Punkt. Dafür musst du niemanden bezahlen. Du bist gratis, frei Franco hierher gekommen, um herauszufinden, wer du wirklich bist. Und wenn du dafür ganz, ganz viel Geld bezahlen willst und wenn du dafür ganz, ganz viele Methoden lernen und umsetzen möchtest, kannst du das gerne machen. Aber warum nicht einfach dein Design, Divine Design dir bewusst machen und es ist halt bedingungslos, das ist schon da. Dafür müsst du nichts
machen, ich sag's nochmal, sondern nur dir erlauben, dieses göttliche Wesen zu sein, das du bist, und diese Prinzipien zu verstehen und nach denen zu lernen. Und das Hauptprinzip ist Bedingungslosigkeit. Du musst gar nichts, um jemand zu sein. Du darfst diese Person sein, die erfolgreich ist, die geliebt ist, die glücklich ist, die sorgenfrei ist, die gesund ist, ohne eine Bedingung einzulösen oder zu erfüllen. Einfach nur, weil du es entscheidest. Und es ist so, so einfach. Und es gibt trotzdem noch so, so viele Leute, die meinen, es braucht Bedingungen. Und die meinen es auch nicht böse, wenn sie dir Bedingungen, Methoden und Konzepte lernen. Aber es ist nicht nötig. Sondern das Einzige, was wirklich hilft, ist, dass du das Prinzip verstehst und deine eigene Methode, deine eigenen Konzepte für dich implementierst, die für dich stimmig sind. Und nicht irgendjemand anders Konzepte, Konzept so und so, Prinzip so und so. Es gibt nur ein göttliches Prinzip. Und das ist das, dass wir alle unser Divine Design haben. Gelernt haben wir es nicht. Wir haben unser Human Design gelernt. Unsere ganzen Einschränkungen, unsere ganzen Umzu, unsere ganze bedingte Welt. Und nachher sagt dann jeder, ja, alles ist möglich, aber nur wenn du. Nein, es ist nicht nur wenn du, sondern es ist, alles ist möglich, wenn du bist. Ohne Bedingung, einfach so. Und dieses Sein, sich selber beizubringen, das zu üben, diese Person hier zu verkörpern, aus dem Divine Design, aus dem Allerhöchsten, hat nichts mit Spiri-Spiri, nichts mit Beten zu tun, hat nichts mit Meditation zu tun, hat nichts mit Einweihung zu tun, hat nichts mit, ich bin ja so toll, weil ich die und jene Erfahrung gehabt habe, sondern ich bin es einfach, weil ich es bin. Ja, das kennst du auch. Ich bin, dass ich bin. Aber die wenigsten wissen, was es bedeutet. Es bedeutet, ich bin hier geboren im Divine Design. Und es geht jetzt darum, zu lernen, was es heißt, es hier auf Erden zu verkörpern. Und diese Prinzipien sind die einzigen Prinzipien, die stimmig sind. Und wenn du da noch 100.000 Bedingungen dran setzt, dann kannst du das gerne machen. Ich will dir nur sagen, das ist nicht nötig. Du kannst einfach jetzt schon in dein Divine Design einsteigen, indem du sagst, ich steige ein in mein Divine Design, ich lasse das verdammte bedingte Human Design dort, wo es gebraucht wird oder sein soll, aber bei mir wird es nicht gebraucht. Und Leute, es ist wirklich so, so einfach. Ihr müsst euch nicht so kompliziert machen. Ihr müsst nicht auf die göttliche Stimme warten, auf die große Einweihung, auf die Nahtoderfahrung, auf die Erscheinung, auf die Erleuchtung. Du bist es jetzt schon. Nur dein Verstand muss lernen, warum du es bist. Und er muss es verstehen, damit er das annehmen kann und dir nicht mehr im Weg steht und dir tausendmal sagt, du kannst es aber noch nicht und du bist es aber noch nicht und du brauchst noch jemanden anderen und du darfst es noch nicht und hier musst du noch eine Bedingung erfüllen. Das kannst du alles gerne machen, das ist deine Wahl, aber du kannst auch sagen, ich bin's doch schon, ich bin schon und jetzt will ich mein Divine Design kennenlernen, jetzt will ich aus dem heraus leben, jetzt will ich aus dem heraus erschaffen, ohne Bedingungen, das heißt eben ohne Einschränkungen, ohne Umzus, ohne irgendwelche Zusammenhänge erfüllen zu müssen, sondern einfach nur, weil es so ist und das ist eigentlich die Wahrheit von Oneness. Auf dieser Ebene unseres Divine Designs sind wir alle eins. Und wir sind alle eins, indem wir eben alles schon sind. Alles, was wir möchten, die ganze Liebe, die ganze Freiheit, das ganze Glück, diese ganze Unbeschwertheit, die ganze Leichtigkeit, das ganze Gefühl, unterstützt und versorgt zu sein, das ganze Gefühl, gut und richtig zu sein, das ist doch schon da. Du bist nur nicht da, weil du bist in deinem Human Design gefangen und gefesselt. Und tausenderlei Ansätze versuchen dir dein Human Design zu erklären. Und das ist auch möglich, das kannst du alles verstehen. Aber
Wozu, wenn du verstehst, dass es hier ein beschränktes Denken gibt, ein Human Design, das ein logischer, analytischer Zusammenhänge-Analysierer ist. Und dann gibt es ein Divine Design. Und das ist einfach das, was du sagst, was es ist. Es ist binär. Es ist 0 oder 1. Du entscheidest. 0 ist Nein und 1 ist Ja. Ich will Mangel, 0, Nein. 1, Fülle, Ja. Das ist so, funktioniert Divine Design. Einfach nur so, Schöpfung. Es ist da, es ist nicht da. Und Human Design ist so kompliziert. Unser menschlicher Verstand ist ja das Human Design, hat das ja alles erschaffen. Diese ganzen Geschichten, die ganze Astrologie, diese ganzen Methoden, dieses Ganze um das zu, um das zu, um das zu. Das ist alles aus dem menschlichen Verstand entstanden. Das braucht es aber nicht. Es braucht nur, dass du erkennst, dass nur allein das, was du siehst, was du wahrnimmst, was für dich stimmig ist, dass du das erschaffst. Punkt. Und wenn du jetzt das aus deinem Divine Design erschaffst, dann erschaffst du eben keinen Mangel mehr, dann erschaffst du eben kein Leiden mehr, dann erschaffst du eben keine Abhängigkeiten mehr, dann bist du erfüllt, dann geht es dir gut, dann reagierst du nicht mehr auf irgendwelche Triggers oder Situationen im Außen, weil du weißt, nur allein du kannst es ändern, indem du in dein Divine Design reingehst und sagst, okay, das sehe ich, aber was kann ich auch noch sehen? Was kreiere ich? Was kann ich auch noch kreieren? Es ist so simpel. Es ist wirklich so simpel. Und ich möchte die Leute abholen und ansprechen, die das schon immer gefühlt haben und nicht verstanden haben, warum sie nicht auf irgendwelche Hypes aufspringen, warum sie nicht auf irgendwelche, oh ja, da muss ich auch hin, oh ja, das muss ich auch machen, warum ihnen das nie entsprochen hat. Ich bin auch vielen, vielen Hypes gefolgt und habe immer geguckt und gesucht und geschaut, was ist jetzt die Secret Sauce? Und ich kann dir sagen, die Secret Sauce ist einfach zu erkennen, dass du schon göttlich in absoluter Perfektion und in Ordnung bist und dass du hier bist, das zu verkörpern, ohne diese menschlichen Einschränkungen, Regeln, Ansichten, Zusammenhänge, logischen Aspekte, dass du dich da einfach drüber erhebst und in deinem Divine Design einfach sagst, brauche ich das? Nein. Okay. Was will ich stattdessen haben? Und da den Verstand hinzubringen, dass das Leben wirklich einfach so ist und dann in diese Gefühlswelt reinzugehen, auch wenn du im Außen etwas anderes siehst und erlebst. Das ist the secret sauce. Das ist das, was wir üben dürfen, weil wir haben so viele Jahrhunderte Human Design gelebt und Bücher drüber geschrieben und Psychologie studiert, um zu verstehen, wie der menschliche Verstand funktioniert. Das wissen wir ja schon alle. Aber wenn ich jetzt nicht mehr aus diesem menschlichen Denken herauslebe, sondern aus dem universellen, energetischen Denken, dann wird das Leben eben anders. Und das Leben funktioniert eh so oder so. Du kannst sie einfach schwierig machen und schwer machen und du kannst es dir leicht machen. Und wenn ich dann wieder sehe, was für Ratschläge hier getroffen werden und wenn du gemobbt wirst oder was ist, wenn einer deine Arbeit oder dich schlecht macht oder dein Sein schlecht macht. Hallo? Wenn du dein Divine Design kennst, dann geht das gar nicht. Außer du lässt es zu. Außer du kreierst es und außer du bist jemand, den man seinen Seinszustand schlecht machen kann. Warum willst du so jemand sein? Warum willst du jemand sein, der nicht unterstützt wird? Warum willst du jemand sein, der gemobbt wird? Warum willst du jemand sein, der belogen und betrogen wird? Ich würde das nicht mehr wählen für mich aus meinem Divine Design, weil ich muss es nicht wählen. Und in dem Moment, wo ich das erkenne und einfach weiß, ich muss nicht aufs Außen reagieren, sondern ich muss im Innen kreieren, damit sich die Sache materialisiert, die ich mir vorstelle, die ich mir wünsche. Und dann kann ich doch nicht hier sitzen und sagen, ich bin ein großer spiritueller Leader
Und gleichzeitig irgendwo sagen, ja, aber das musst du jetzt in dich integrieren, diese Ablehnung. Warum soll ich Ablehnung in mich integrieren, wenn ich per se aus meinem Divine Design überhaupt niemals abgelehnt werden kann? Ich weiß, es ist sehr kontrovers. Ich weiß, dass es wenige vielleicht verstehen. Vielleicht verstehst du es aber jetzt, weil es dir auch immer ein bisschen sauer aufgestoßen ist, weil du auch immer gedacht hast, irgendwas stimmt da nicht, wenn man dann doch das alles so erzählt über die Oneness und über die Liebe und so weiter und so fort. Aber wer bist denn du dann? Das geht es zu lernen, das geht es herauszufinden. Und wenn du da mal den Klick gefunden hast, dann bist du eben super stabil in deinem Divine Design. Und das heißt eben auch, du bist emotional stabil. Du bist wirklich in der stabilen Lage und Position eines Gott auf Erden. Und das ist nicht anzüglich, weil du machst es eh. Alles, was du draußen materialisiert siehst, sind deine Vorstellungen. Und wenn du die änderst, dann siehst du eine andere materielle Welt. So einfach ist es. Aber ich kann sie ja nicht ändern, weil so und so und so und so. Und diese ganzen weil so und so Bedingungen und Umzugeschichten sind einfach Lügen. Sei verdammt verlogen. Und wenn dein Verstand da reingeht und erkennt den Unterschied zwischen Lüge und Wahrheit und deinen Seinszustand in der Wahrheit leben lässt, dann ist es einfach. Aber diese ganze Ablenkung mit, du musst Umzug, du musst Umzug, du musst Umzug, Schulen, Ausbildungen, bla bla bla, die dir alle sagen, sie sind Voraussetzung dafür, dass du irgendwann mal etwas sein oder machen kannst, was du möchtest, ist nicht wahr. Es kann dir helfen, in einen Seinszustand einzutreten, weil du dir dann die Erlaubnis geben kannst. Aber es muss nicht sein. Und bei mir war es auch nicht so, dass mir mein ganzer Lebenslauf die Erlaubnis gegeben hat, wirklich das zu sein, was ich schon immer sein wollte. Da musste ich zuerst mal diesen ganzen Facker da oben bearbeiten, bis es war, sauber rein war, bis ich mir erlaubt habe, wirklich ohne Geschichte, ohne Zusammenhänge, ohne was auch immer, einfach die zu sein, die ich wirklich bin. Und aus diesem reinen Zustand mein Leben zu leben, zu erfahren, zu kreieren, zu verwirklichen. Und das ist für mich der einzige Weg, weil es überall schon so steht, weil es aber der Verstand ganz schwer verstehen kann, weil er geprägt ist durch eine bedingte Welt. Und dann reden alle von bedingungsloser Liebe. Und verstehen nicht, dass das Wort bedingungslos ist. Es hat nichts, es gibt keine Voraussetzungen, es gibt nichts zu erfüllen, es ist einfach da. Und dass das Wort Liebe eigentlich Schöpfung aus dem Höchsten, aus der höchsten Begeisterung, aus der höchsten Freude, aus der höchsten Verzückung heraus bedeutet. Das ist bedingungslose Liebe. Und ich muss nicht alles bedingungslos lieben, was mir präsentiert wird. Das ist verdreht. So viel Scheiße ist verdreht worden, damit das Bedingungslose wieder bedingt wird. Durchschau's. Durchschau's, wo dir Bedingungslosigkeit geliefert wird, wo niemand sagt, du musst, du musst, du musst. Wenn du nur verstehst, wie das Prinzip funktioniert, brauchst du nie mehr eine Bedingung zu erfüllen. Und dafür bist du gedacht, dass jetzt schon alles hier ist, dass du jetzt schon alles verkörpern kannst, was aus deiner höchsten, schönsten, göttlichsten, freudigsten Idee entspringt. Und alles, was dir das ausredet, dass das nicht gut ist oder dass du es noch nicht kannst und dass du das nicht sollst und dass du erst noch irgendwie andere Ausbildungen, Einweihungen, Codes übertragen bekommen haben musst, überleg mal, kann das sein,
wenn das Prinzip der Wahrheit, der Schöpfung, der Göttlichkeit das ist, dass alles schon da ist, dass alles in dir ist, dass alles aus dir heraus entsteht und dass du nichts im Außen suchen musst. Wie kann es sein, dass du eingeweiht werden musst, verkodet, verkodiert oder sonst irgendwie von einem menschlichen Wesen erhoben werden musst? Du selber bist alles, Oneness, du machst alles. Und wie das geht, in Abstimmung, es geht hier drinnen, in deinem Kopf und dein Kopf gibt die Informationen weiter und diese Informationen generieren Energie und diese Energie materialisiert sich. Punkt. Simpel. Simpel, simpel, simpel. Nur da genauer hinzuschauen, das will eben dein Verstand. Aber dazu musst du ihn rausbringen und ihn erstmal frei machen von diesen ganzen Vorstellungen, dass da irgendjemand irgendetwas im Außen, irgendeine Bedingung ist, die du erfüllen musst, die dir irgendein anderer in den Kopf setzt, weil er dir sagt, du musst, und wenn du willst, dann musst du das. Nix muss ich, gar nichts muss ich. Ich muss nur sein. Ich muss diese Verkörperung sein, diese Persönlichkeit, die dieses Leben, das ich mir erträume, lebt. Und dann muss ich mich dran erfreuen. Und dann bin ich frei. Und frei sein wollen wir doch alle. Also ihr Lieben, das ist jetzt hier auf meinem privaten Profil. Wenn ich das anspricht, kommen meine Gruppe, Extraordinary Life. Da mache ich heute Abend auch nochmal ein Live zu dieser ganzen Geschichte zusammen im Zusammenhang oder aus der Perspektive des Business, der Selbstständigkeit. Wenn dich das interessiert und du echt Bock hast, dich wirklich frei zu machen von diesen ganzen verdammten Konventionen und Regeln und Abhängigkeiten, dann bist du herzlich eingeladen. So, also. Vielleicht sehen wir uns ja heute Abend, vielleicht habe ich dich ja inspiriert, vielleicht spreche ich dir ja auch aus deinem Innersten heraus, vielleicht ist es etwas, wo du sagst, mein Gott, das habe ich ja schon immer gedacht, dann ist es absolut stimmig und richtig. Glaube einfach nur dir selber und dem, was du denkst, ah ja, genau so muss es sein. Bis dann!